spitzt die Ohren, setzt euch hin und hört eine Geschichte von der Vorleserin. Heute ein Löwe in der Bibliothek. Eines Tages kam ein Löwe in die Bibliothek. Er ging einfach an der Information vorbei und verschwand zwischen den Bücherregalen. Herr Hicks rannte durch die Halle zum Büro der Direktorin. Frau Pepper, rief er. Nicht rennen, sagte Frau Pepper, ohne aufzuschauen. Aber ein Löwe ist hier, in der Bibliothek, sagte Herr Hicks. Verstößt er gegen irgendwelche Regeln? Fragte Frau Pepper. Die Regeln waren ihr sehr, sehr wichtig. Nein, nicht wirklich, antwortete Herr Hicks. Dann darf er bleiben. Der Löwe streifte durch die Bibliothek. Er schnüffelte an den Karteikarten. Er rieb seinen Kopf am Regal mit den neuen Büchern. Dann tappte er zur Erzählecke und schlief ein. Niemand wusste, was zu tun war. Es gab keine Regeln über Löwen in der Bibliothek. Am Nachmittag war Erzählstunde. Es gab auch keine Regeln über Löwen in der Erzählstunde. Henrietta, die jeden Nachmittag Geschichten vorlas, wirkte ein bisschen aufgeregt. Aber dann las sie den Titel der ersten Geschichte mit einer kräftigen und klaren Stimme vor. Der Löwe schaute auf. Henrietta las weiter. Der Löwe blieb während der ganzen Geschichte und während der nächsten Geschichte. Er wartete auf eine weitere Geschichte, aber die Kinder gingen davon. Die Erzählstunde ist vorüber, sagte ein kleines Mädchen zu ihm. Der Löwe schaute die Kinder an. Er schaute Henriette an. Er schaute das geschlossene Buch an. Dann brüllte er sehr laut. Frau Pepper kam aus ihrem Büro. Wer macht so einen Lärm? Fragte sie. Der Löwe, antwortete Herr Hicks. Frau Pepper marschierte zum Löwen. Wenn du nicht leise sein kannst, musst du gehen, sagte sie streng. So sind die Regeln. Doch der Löwe brüllte weiter. Er klang traurig. Das kleine Mädchen zupfte an Frau Pepers Kleid. Wenn er verspricht, dass er leise ist, darf er dann morgen wieder zur Erzählstunde kommen? Fragte es. Der Löwe hörte auf zu brüllen. Er schaute Frau Pepper an. Frau Pepper musterte ihn. Dann sagte sie, ja, ein netter, leiser Löwe darf natürlich zur Erzählstunde kommen. Yippie, riefen die Kinder. Am nächsten Tag kam der Löwe wieder. Du bist zu früh, sagte Frau Pepper. Die Erzählstunde ist erst um 3 Uhr. Der Löwe rührte sich nicht vom Fleck. Wie du willst, sagte Frau Pepper. Bis dahin kannst du dich genauso gut nützlich machen. Sie schickte ihn zu den Wörterbüchern und er begann, Staub zu wischen. Am nächsten Tag kam der Löwe wieder zu früh. Diesmal bat Frau Pepper ihn, die Umschläge mit den Mahnungen abzulegen. Bald half der Löwe, ohne dass er darum gebeten werden musste. Er wischte den Staub von den Wörterbüchern. Er legte die Umschläge mit den Mahnungen ab. Er ließ die kleinen Kinder auf seinen Rücken klettern, damit sie an die obersten Regale herankamen. Dann rollte er sich in der Erzählecke zusammen und wartete auf die Erzählstunde. Am Anfang hatten die Leute in der Bibliothek noch ein bisschen Angst vor dem Löwen, aber sie gewöhnten sich schnell an ihn. Eigentlich passte er ganz gut in die Bibliothek. Mit seinen leisen Pfoten machte er keinen Lärm. Während der Erzählstunde durften sich die Kinder gemütlich an ihn kuscheln. Und er brüllte auch nicht mehr. So ein hilfsbereiter Löwe, sagten die Leute. Sie streichelten seinen weichen Kopf, wenn er vorbeiging. Wir wissen gar nicht mehr, wie es ohne ihn war. Als Herr Hicks das hörte, verfinsterte sich sein Blick. Es war immer alles wunderbar gewesen,
auch ohne den Löwen. Löwen können sich nicht an Regeln halten, dachte er. Sie gehören nicht in die Bibliothek. Eines Tages lief der Löwe hinunter in die Halle zu Frau Pepers Büro. Er hatte allen Staub von den Wörterbüchern gewischt, alle Umschläge abgelegt und allen kleinen Kindern geholfen. Nun war ihm langweilig. Und es dauerte noch eine ganze Weile bis zur Erzählstunde. »Hallo Löwe«, sagte Frau Peper. »Ich habe etwas zu tun für dich. Du kannst ein Buch zur Information bringen. Warte, ich hole es gleich aus dem Regal.« Frau Peper stieg auf einen Stuhl. Aber das Buch war zu weit oben. Frau Peper stellte sich auf die Zehenspitzen. Sie streckte sich. »Gleich habe ich es«, sagte sie. Dann streckte sie sich ein bisschen zu sehr. »Huch«, sagte Frau Peper leise, aber sie stand nicht auf. »Herr Hicks«, rief sie nach einer Weile, »Herr Hicks!« Herr Hicks war vorn an der Information. Er konnte Frau Peper nicht hören. »Löwe«, sagte Frau Peper, »bitte geh und hole Herrn Hicks.« Der Löwe rannte durch die Halle. »Nicht rennen«, rief Frau Peper hinter ihm her. Der Löwe stützte seine großen Pfoten auf den Empfangstisch und schaute Herrn Hicks an. »Geh weg, Löwe«, sagte Herr Hicks. »Ich bin beschäftigt.« Der Löwe winselte. Er zeigte mit seiner Nase in Richtung von Frau Pepers Büro. Herr Hicks beachtete ihn nicht. Schließlich tat der Löwe das Einzige, was er tun konnte. Er schaute Herrn Hicks direkt in die Augen. Dann riss er sein Maul ganz weit auf. Und er brüllte so laut, wie er noch nie gebrüllt hatte in seinem Leben. Herr Hicks schnappte nach Luft. »Sei nicht so laut«, sagte er, »das ist gegen die Regeln.« So schnell er konnte, lief Herr Hicks durch die Halle zu Frau Pepers Büro. Der Löwe folgte ihm nicht. Er hatte gegen die Regeln verstoßen und wusste, was das bedeutete. Er ließ seinen Kopf hängen und ging zum Ausgang. Herr Hicks bemerkte es gar nicht. »Frau Peper«, rief er im Gehen, »Frau Peper, der Löwe hat sich nicht an die Regeln gehalten.« Er platzte in Frau Pepers Büro. Sie saß nicht auf ihrem Stuhl. »Frau Peper?«, fragte er. »Manchmal gibt es einen guten Grund, die Regeln nicht einzuhalten«, sagte Frau Peper vom Boden hinter dem Schreibtisch aus. »Sogar in der Bibliothek. Rufen Sie bitte einen Arzt. Ich glaube, mein Arm ist gebrochen.« Herr Hicks rannte los, um den Arzt anzurufen. »Nicht rennen«, rief Frau Peper hinter ihm her. Am nächsten Tag war wieder alles wie immer. Fast. Frau Pepers linker Arm hing in einer Schlinge. Der Arzt hatte ihr gesagt, sie müsse sich schonen. »Mein Löwe wird mir helfen«, dachte Frau Peper. Aber der Löwe kam an diesem Morgen nicht in die Bibliothek. Um 3 Uhr ging Frau Peper zur Erzählecke hinüber. Henrietta fing gerade an vorzulesen. Der Löwe war nicht da. Die Leute in der Bibliothek schauten immer wieder von ihren Büchern und Computern auf. Sie hofften, das vertraute Gesicht mit der großen Mähne zu entdecken. Aber der Löwe kam an diesem Tag nicht. Der Löwe kam auch am nächsten Tag nicht. Und auch nicht am übernächsten. Eines Abends, als Herr Hicks nach Hause gehen wollte, blieb er in der Tür von Frau Pepers Büro stehen. »Kann ich etwas für Sie tun, Frau Peper?«, fragte er. »Nein, danke«, antwortete Frau Peper. Sie schaute aus dem Fenster. Ihre Stimme war leise. Zu leise, selbst für eine Bibliothek. Herr Hicks runzelte die Stirn. Vielleicht konnte er ja doch etwas für Frau Peper tun. Herr Hicks verließ die Bibliothek, aber er ging nicht nach Hause. Er lief durch die Straßen im Quartier. Er schaute unter Autos, er spähte hinter Büsche,
Er blickte in Hinterhöfe, Müllcontainer und hoch in die Bäume. Am Ende stand er wieder vor der Bibliothek. Der Löwe saß davor und starrte durch die Glastür. »Hallo Löwe«, sagte Herr Hicks. Der Löwe bewegte sich nicht. »Ich dachte, du würdest gerne wissen, dass es eine neue Regel gibt in der Bibliothek«, sagte Herr Hicks. »Niemand darf herumbrüllen, außer jemand hat einen wirklich guten Grund herumzubrüllen, sagen wir, wenn er einem guten Freund helfen will, der sich verletzt hat, zum Beispiel.« Die Ohren des Löwen zuckten. Dann drehte er sich um. Aber Herr Hicks war schon verschwunden. Am nächsten Tag ging Herr Hicks durch die Halle zu Frau Pepers Büro. »Was führt Sie zu mir, Herr Hicks?« fragte Frau Peper mit ihrer neuen, traurigen, leisen Stimme. »Ich dachte, Sie würden gerne wissen, dass ein Löwe hier ist«, sagte Herr Hicks. »In der Bibliothek.« Frau Peper sprang von ihrem Stuhl auf und rannte durch die Halle. Herr Hicks lächelte. »Nicht rennen«, rief er hinter ihr her. Aber Frau Peper hörte nicht auf ihn. Manchmal gibt es eben gute Gründe, sich nicht an die Regeln zu halten. Sogar in der Bibliothek. So, jetzt ist unsere Geschichte zu Ende. Ich muss gehen. Aber bestimmt werden wir uns bald wiedersehen.